Überraschung, jetzt hat es doch noch geklappt. Wir schauen uns Mafia 3 an und dazu habe ich heute von Hangar 13 Matthias Worch da. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich nicht da bin. Das ist der Messeterror gewesen, dass du vorhin dadurch x Komplikationen nicht hier sein konntest, aber da machen wir das halt einfach jetzt. Messeterror, internationale Datenpläne, weil wenn man in Kalifornien wohnt und dann hier versucht, sein Handy zu benutzen, all solche Sachen, da ist ja, nichts. Da ja. Baut sich einiges zusammen, ja. Ihr habt Mafia 3 letztes Jahr, also es ist eigentlich ein denkwürdiges Ereignis, weil ihr habt auf der Gamescom letztes Jahr das Spiel erst angekündigt. Mhm. Und jetzt seid ihr mehr oder weniger in den letzten Zügen. Es wird demnächst dann der Release auch sein. Wir kommen am 7. Oktober raus, genau. Komplett deutsch, aber auch englisch mit Untertiteln, wie man spielen will. PC, PS4, Xbox 1, alles dabei, ja. Ihr habt jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht und auch hier eine Demo gezeigt. Wenn du vielleicht da kurz zusammenfassen könntest, was in dieser Demo neu zu sehen war. Ja. Die Demo schließt ein bisschen daran an, was wir schon auf E3 gezeigt haben. Da haben wir den French Ward gezeigt und da hatten wir so ein Dampfboot, wo es dann Lumacano in den Kragen geht. Mhm. Also wir sind ja New Bordeaux, unsere Version von New Orleans. Das Ganze wird von der Marcano-Familie komplett regiert sozusagen. Das Ganze ist, New Orleans ist deshalb sehr interessant für uns, weil es tatsächlich eine der größten Mafia-Städte in Amerika war, die keiner kennt. Ne? Okay. Und das ist genau die Stadt, wo Carlos Marcello, das war einer der größten Mafioso in der amerikanischen Geschichte, der ist wahrscheinlich, wenn der Mob irgendwie daran beteiligt war, dass JFK damals ermordet wurde, das war Marcello wahrscheinlich übrigens. Und daran haben wir halt Selma Cano angelegt. Mhm. Und der halt mit seinem Bruder Lou zum Beispiel regiert da die Stadt. Und was wir heute gezeigt haben, ist ein anderer Stadtbezirk. Und die Mafia ist ja genauso aufgebaut, dass es da den Obermufti gibt, also den Godfather, den Paten zum Beispiel. Und dann haben wir da Lou Marcano und dann die Leute, die wirklich die Mafia wirklich leiten. Und der Typ heißt Tony D'Erazio. Das ist der Buchhalter der Stadt. Mhm. Da haben wir heute eine komplette Mission gezeigt. Das heißt, wir haben wieder die verschiedenen Bezirke gezeigt. Können wir uns gleich vielleicht ein bisschen angucken. Ja. Wir haben da verschiedene Bezirke in der Stadt und wie es ihm dann an Kragen geht. Und er wohnt im Hotel. Der Typ ist ein bisschen komisch und wohnt im Penthouse von dem Royal Hotel in New Bordeaux. Und an den pirschen wir uns genau ran. Und am Ende geht es ihm dann an Kragen und er fliegt aus dem Fenster, aus dem 13. Stock. Wunderbar. Ihr habt natürlich immer die Gelegenheit, Fragen im Chat zu stellen. Also wenn ihr irgendwelche Fragen an Matthias habt über das Spiel, immer raus damit. Daniel wird die dann sortieren und gegebenenfalls hier reinbringen. Jetzt ist ja das Thema, das ihr im Spiel aufgegriffen habt, das ist ein bisschen auch Rassenunruhen oder dass eben da in New Bordeaux die Schwarzen da irgendwie unterdrückt werden. Das ist ja leider, also momentan diese ganzen... dass es zwischen Weiß und Schwarz wieder hochkocht, ist ja leider schon wieder aktueller, als man eigentlich denken möchte. Mhm. Hattet ihr das so in der Entwicklung geahnt, dass es jetzt vor allem in den letzten Monaten alles nochmal so hochkocht? Oder ist das jetzt eher blöder Zufall gewesen? Blöd, ich meine, die ganze Situation ist blöd, gar keine Frage. Wir denken uns, und das sieht man auch bei Mafia 1 und 2, wir wollten die Geschichte ganz einfach authentisch darstellen. Und da geht es uns wirklich, wir haben uns die 60er Jahre angeguckt und gesagt, okay, das müssen wir dann dementsprechend jetzt alles integrieren, ohne es wirklich zu thematisieren oder da das wirklich als Hauptthema des Spiels zu machen. Was ich bei Mafia immer sehr geil fand, ist, dass also wo Mafia 1 und 2 wirklich sehr gut darin sind, in einen Zeitraum und einen speziellen Ort zu versetzen. Ne? Ist jetzt egal, ob die 30er, 40er oder 50er Jahre sind, ist egal, ob Chicago ist oder New York. Ja. Wir haben uns halt entschieden, New Bordeaux, also New Orleans in den Südstaaten mit einem schwarzen Helden, das passt alles zusammen. Also das greift wirklich. Ihn dann als die Außenseiterperspektive und damit dann die weiße oder die italienische Mafia da zu beleuchten, ist ganz einfach sehr interessant. Ja. Da hat Mafia 2 dann auch nichts, kein Hehl aus irgendwelchen Situationen gemacht, ohne jetzt zu sagen, darum geht es wirklich in diesem Spiel. Soll authentisch sein und hoffentlich, ich meine, wenn Leute jetzt wirklich ein bisschen in diese Zeit eintauchen können, dann ist das klasse. Was wir zum Beispiel jetzt in diesem Spiel haben, also wir hatten ja Playboys in Mafia 2, wir haben natürlich auch Playboys in Mafia 3, die man alle finden kann. Was wir uns jetzt zum Beispiel gedacht haben, ist, dass wir nicht nur die Bilder haben, dann sagt man, ich habe eins von so und so vielen gefunden, sondern wir haben auch teilweise die Artikel aus der Zeit lizenziert und in dem Spiel drin. Ich kann also einen Playboy finden und dann in den Viewer gehen und dann nicht nur die Bilder sehen, sondern dann auch die Artikel. Und da sieht man dann wirklich, was in den 60er Jahren so alles los war. Das ist natürlich alles, was man nicht machen muss, aber wenn man da zum Beispiel so ein Interview mit Jim Brown liest. Das war ein großer
American Football Star damals, der Schwarzer war, was man da für Geschichten liest und was der sich, was der für Ereignisse mit den Polizisten hatte und wo er gerettet wurde, nur weil die Leute ihn kannte und was eigentlich hätte passieren können. Und also, das hätte ich jetzt, ist alles klasse. Das hätte ich jetzt wirklich in 100 Jahren nicht erwartet, so ungefähr, dass ich in Mafia 3 in dem Playboy dann so interessante Artikel zu lesen. Die bekomme. Auch wirklich drin ist. Nee, ja. da ist Playboy wirklich auch Zeitgeschichte. Da ist tatsächlich solche Sachen drin. Aber das finde ich halt an Spielen sehr, sehr schön. Wir haben natürlich tolle Geschichte, toll aufbearbeitet und so weiter. Aber ein bisschen Perspektive, wenn es nur, wenn man Spaß daran hat. Ja. Ne, genau deshalb habe ich Mafia damals gespielt. Das soll man jetzt genau weiter so können. Jetzt hast du ja eben schon die Zeitgeschichte angesprochen, der das spielt, aber muss ich denn, um Mafia 3 verstehen zu können, die Vorgänger gespielt haben? Nee, auf gar keinen Fall. Also wir haben natürlich unsere Links. Wir haben Vito im Spiel, den man kennenlernt, der einer unserer Unterbosse ist, der also uns hilft, da die unsere eigene Familie aufzubauen, der vorher mit Sal Marcano da im Bunde stand und der uns dann auch erzählen kann, was in den letzten 10 Jahren so passiert ist, der wahrscheinlich auch wissen will, was mit Joe passiert ist und solche Geschichten. Aber das Ganze ist komplett neu aufgebaut. Also den Gamescom-Trailer, den wir jetzt zum Beispiel zeigen, den man ja auch online sehen kann, das ist so, das sind so die ersten paar Stunden des Spiels, aber im Zeitraffer zusammengefasst, wo man ein bisschen sieht, bei weitem noch nicht alles sieht, also es ist nicht so, dass man jetzt die ganze Geschichte da kennt, aber sieht, warum der schwarze Mob, ein italienischer Mob da jetzt irgendwie, warum da was schief geht. Ja. Aber wir ziehen das Ganze vom Anfang an auf. Und die Leute, die man dann da kennenlernt, also auch mit Vito, die lernt man dann auch so kennen, dass man das letzte Spiel nicht hat spielen müssen. Was mich in einer der letzten Gameplay-Demos, die gezeigt haben, total geflasht hat, ist der Soundtrack. Also richtig coole Songs. Wie viele Radiosender habt ihr da im Spiel? Ich glaube, wir haben 3 Radiosender oder so. Wir haben über 100 lizenzierte Songs, sogar mehr als 100. Und alles, was man zum Beispiel jetzt schon gehört hat, ist alles im Spiel. Ja, cool. Rolling Stones, Aretha Franklin, Jimi Hendrix und so. Was an diesem Soundtrack halt wirklich geil ist, dass für Leute, ich denke mal auch bei dir, ich war in den 60er Jahren noch nicht geboren, ne? Und ich bin auch kein Amerikaner. Ich bin zwar 60er Jahre Geheimagent, aber deswegen war ich in den 60er noch nicht geboren. Nee, aber dass man die Songs tatsächlich trotzdem alle kennt. Nee, obwohl wir damals, genauso mit den 60er Jahren und jetzt 68 bei uns, das sind alles Zeitgeschichte, wo wir als Deutsche genau wussten, was in Amerika los war. Ja. Egal, ob es jetzt Vietnamkrieg war oder Mondlandung oder JFK Assassination oder Martin Luther King und solche Geschichten. Es ist also wirklich Hippie-Bewegung und sonst was alles. Es ist genau, bei den Songs genauso, dass man da wirklich was hört und man weiß vielleicht nicht genau, wer es war, aber dann kann man ja sehen, wer es damals gesungen hat, aber man direkt da sich wohlfühlt und genau weiß, oh, klasse. Ja. Ihr seid ja jetzt ein frisches Team, also der Vorgänger ist ja dann von 2K Check gemacht worden. Der wurde aber damals ganz schön kritisiert, weil es in der Open World Team hatte gar nicht so viel zu tun gab. Wie sieht es denn bei Mafia 3 aus? Gibt es da Aktivitäten, die man in der offenen Welt so angehen kann? Ja, wir sind ein frisches Team aus Veteranen. Also wir haben so, weil 2K Check gibt es ja noch, also zum Beispiel die ganzen Cutscenes. Der komplette Trailer, den wir heute zum Beispiel gesehen haben, der heißt, ist praktisch alles 2K Check. Ja, und da haben okay. uns dann noch viele Leute rübergebracht. Wir haben ja dann noch Veteranen, weil nicht alle Leute haben dann Star Wars und Assassin's Creed und Dead Space und solche Sachen mit. Das ist also ganz gut zusammengewürfelt, weil wir zum einen die Leute haben, die an Mafia gearbeitet haben, zum anderen noch Leute haben, die sagen, Mafia fand ich immer gut, aber habe ich noch nicht dran gearbeitet. Und da haben wir uns dann zusammengesetzt und gesagt, okay, Mafia, das gefällt uns daran, aber das können wir vielleicht besser machen. Und da war genau einer dieser Ansprüche, dann die offene Spielwelt viel stärker in das Spiel einzubeziehen. Und dann auch zu sagen, jetzt haben wir nicht immer noch eine gute Story, wirklich filmreich erzählt, und wir haben auch eine offene Spielwelt, sondern dann zu sagen, okay, wie kann man das Ganze am besten und logisch kombinieren? Ja. Und das ist dann letztendlich so, dass man tatsächlich wirklich sieht, wie Sal Marcano, der da ganz oben sitzt, sein Geld verdient, weil das Ganze dann wirklich so komplett runtertrieft, ne? Wo man dann wirklich in irgendeinen Hinterhof gehen kann und da dann den Drogendealer sieht oder den Zuhälter sieht und dann wirklich sieht, wie die Leute da dann auf der untersten Ebene Geld machen und das Geld fließt dann immer weiter nach oben und so kann man sich dann langsam an die Leute ranpirschen. Sehe ich dann auch meine, also wenn ich mich da weiter hocharbeite, sehe ich dann auch die Auswirkungen davon in der Spielwelt? Also es laufen dann da nicht mehr dem seine Hanswursten rum, sondern vielleicht meine oder keine mehr? Man wird auf jeden Fall man übernimmt die ganzen Sachen, ja. Und dann natürlich wird dann Marcano sich nicht mehr in diesem Bezirk aufhalten. Ja. Das Ganze läuft dann so ab, dass man sich also durch diese Pyramide an Sal Marcano langsam rantastet, auch wenn man es will, nicht nur, wenn man es möchte. Ja. Da ganz am Anfang sagt dann zum Beispiel jemand, Donovan, das ist der CIA-Agent, den wir auch öfter mal gesehen haben, der sagt, du,
Wenn du einfach nur Sal Marcano schießen würdest, würdest du eins einfach ein bisschen da Facepaint machen und dann einmal mit dem Sniper-Rifle, ne, von irgendwo schießen. Es geht also Lincoln auch wirklich darum, das langsam komplett zu zerstören und dann zu übernehmen. Und das wird dann an die drei Unterbosse verteilt. Da könnte man zum Beispiel sagen, hey Vito, weil du kriegst jetzt alles. Ich habe eigentlich allen von euch versprochen, dass ihr mit mir jetzt die Stadt hier zusammen regiert. Aber Vito finde ich wirklich am besten. Und da schickt er zum Beispiel an seine Leute, um sicherzustellen, dass diese Unterschlüpfe, diese kriminalen Machenschaften dann auch von seinen Leuten weitergeleitet werden. Ich frage mal ganz kurz rüber. Daniel, haben wir schon Kommentare aus der Community, Fragen, die wir beantworten können? Jede Menge, und viele sind relativ identisch. Was mit am meisten gefragt wird, ist die Frage nach dem Umfang. Mhm. Wie lange wird die Story circa dauern, fragt Armin Allstar. Mit wie vielen Spielstunden kann man mindestens rechnen? Wie sieht es mit Extra-Content aus? McManus fragt, welche Motivation gibt es nach erfolgreichem Durchspielen weiterzuspielen? Und wird es mehr im Spiel zu tun geben als Mafia 2, wo es fast nur die Story gab? Also ja, neben Aktivitäten, Open-World-Gameplay, was mache ich denn, wenn ich fertig bin mit dem Spiel? Gibt es da genug zu tun? Ja. Spielumfang ist immer ein bisschen schwierig, weil ich habe jetzt so viele Leute auch gesehen, die zu uns kommen, das Ganze testen, und es kommt natürlich auf den Spielertypen an. Ich sag's auf jeden Fall mal so, wir machen immer so Playtests, ne? Wir haben Leute, die dann das ganze Spiel für uns testen, damit wir sicherstellen, dass alles funktioniert und so. Wir haben die am Anfang auf eine Woche ausgelegt und haben gemerkt, hat ja keiner das Spiel durchgespielt, und da brauchen wir auch Erfahrungswerte, und haben das Ganze dann auf 10 Tage ausweiten müssen, damit wir sicherstellen, dass die Leute auch wirklich da durchkommen. Das heißt, da gibt's auf jeden Fall so genug zu sehen. Dann kommt es natürlich wirklich auf den Spielertypen an, ob man sich jetzt wirklich an der Story langhangeln will und einfach wirklich das alles zuerst machen will oder sich auch ein bisschen in der Welt verlieren will oder so. Und ich denke mal, die normalen Spieler werden das so ein bisschen kombinieren, wo sie dann sagen, ich gehe in die offene Spielwelt und dadurch, dass ich da was mache, treibe ich die Story so weit voran, dass ich dann da wieder eine Mission habe, zum Beispiel mit Tony oder dem mit dem Schlauchboot, hätte ich fast gesagt, mit dem Riverboot, mit dem Dampfboot, und dann sieht man sowas wieder. Oder man kann da wirklich erstmal sagen, wir haben ja eine Spielmechanik, wo man die ganze Stadt abhören will, weil man wirklich erstmal alle Playboys finden will oder solche Geschichten. Das heißt, alles, was man in der Spielwelt machen kann, man wird nicht nur wie in Mafia 2 einfach nur von Story-Mission zu Story-Mission fahren, aber wir wollen sicherstellen, dass man in der Spielwelt alles, was man macht, das Ganze ein bisschen da so logisch weiterführt. Daneben haben wir dann noch solche Gefallen, die man zum Beispiel tun kann. Also Vito ist ja jetzt über 10 Jahre jetzt in dieser Stadt, und man kann ein bisschen erfahren, warum er jetzt da ist und so. Vito will zum Beispiel wahrscheinlich rausfinden, was mit Joe passiert ist. Und wenn man ihm dann Gefallen tut und das dann auch in der offenen Spielwelt macht, dann wird Vito wahrscheinlich, oder dann wird man sich das mit Vito genauso erschließen. Man kann auch andere Sachen machen wie gestohlene Waren, also Weed, also Marihuana oder sonstige Sachen abholen, dann da und da. Da gibt es dann so Nebenaktivitäten, die man da auch machen kann, um sich dann da mehr Einkommen zu erschaffen. Haben wir noch Fragen, Daniel? Ja, eine Rollenspielaspektfrage. Melo Mietler fragt eine Frage, und zwar in Bezug auf Lincoln. Wird er sich im Laufe des Spiels entwickeln oder ist er festgelegt? Er ist als Charakter auf jeden Fall, er entwickelt sich auf jeden Fall. Das Ganze ist natürlich in die Story eingebacken. Das heißt, wir sind kein Rollenspiel mit Erfahrungspunkten und so. Lincoln wird sich insoweit verändern, dass er auch durch eine Menge Zeugs durchmacht. Dadurch dann auch seine Outfits natürlich ändern und je nachdem auf die Situation da reagieren. Und dann kann man sich natürlich mehrere Sachen anlocken, also zwischen verschiedenen Waffen, aber die haben auch dieses Vertrauten-System, ne, wo man durch die je stärker man jetzt diese drei Unterbosse macht, also ich sage jetzt zum Beispiel mal Vito, und je mehr Sachen man Vito zuschaufelt und je mehr Einkommen der jeden Monat, jede Woche hat, je mehr Einfluss kann er auf die Stadt auswirken, und dadurch kennt man dann mehrere Leute kennen. Und da kann man dann Sachen machen wie Vitos Muscle, also Vitos Verstärkung zum Beispiel, zu sich pfeifen, die einem dann helfen. Burke hat da jemanden im Polizeidepartement, im Polizeirevier, die dann sicherstellen, dass die
dass die Polizei nach unserer Pfeife tanzt und solche Geschichten. Aber da kann man sich also neue Sachen dann upgraden. Wenn ich jetzt einem von den Unterbossen, wenn ich den bevorzuge, dann werden die anderen eifersüchtig, oder? Die werden eifersüchtig, ja. Und das wird dann auch konsequent durchgezogen. Und da haben wir dann immer diese Sit-Downs, wo sich Leute zusammensetzen. Das ist irgendwo in der Bayou in so einer alten Villa. Und genau, sie macht allen dreien die Versprechung, komm mit mir mit und wir machen San Marcano fertig und Diogo ist hinterher die Stadt regieren. Und dann haben da drei Leute, die dann genau da sitzen. Und das wird dann auch konsequent und kompromisslos durchgezogen. Das heißt, man kann entweder versuchen, sich die alle warm zu halten und das geht auch. Aber wenn man jetzt wirklich so sagt, wir hatten, da habe ich zum Beispiel gesehen bei diesem Spieletest, wo jemand sagt, ich gebe alles an Vito, weil Vito ist mein Typ. Ne? Ja. Ich habe andere Leute, die eigentlich alles Vito geben wollten, weil die Mafia 2 Fans waren, aber es dann an jemand anderen gegeben haben und sich mein Vito dann entschuldigt haben. Sorry Vito, beim nächsten Mal kriegst du alles. Und da muss man dann auch harte Entscheidungen treffen, die dann auch sehr Mafia-mäßig sind. Und da kann es dann so weit gehen, dass irgendjemand sagt, ich habe keinen Bock mehr und dann aufsteht und dann nicht nur den Raum verlässt und sich da rausstürmt, sondern dann auch sagt, jetzt hast du noch ein Problem, Nick und Clay. Viel Spaß dabei. Haben wir noch ein Problem in Form von Fragen? Noch ein Problem? Ein Problem, was auch viele Spieler haben. Wieso gibt es in Mafia-Spielen nie Multiplayer- bzw. Koop-Modi? Gibt es da einen speziellen Grund für? Da will ich jetzt nicht für die Entwicklung von über 15 Jahren sprechen oder so. Wir haben tatsächlich in diesem Spiel gesagt, es ist komplett Singleplayer, weil es uns immer noch erlaubt, diese Geschichte am besten so zu erzählen. Da will ich mich jetzt nicht aufs Ende aller meiner Jahre festsetzen, aber jetzt gerade hier, und ich denke mal Mafia, was uns da wirklich viel fasziniert, ist die Spielwelt und die tolle Geschichte, die wir da erzählen wollen. Und da ist Mafia jetzt konsequent Singleplayer. Ja, ich glaube, eine Frage kriegen wir noch unter, wenn es noch eine gibt. Lass mich mal gucken. Ja, wurde auch mehrmals gefragt. Markus Schulz, stellvertretend, gibt es bei der PS4-Version bzw. bei der Konsolenversion eine ein- und ausschaltbare Zielhilfe, also Auto-Aim? Es gibt und die kann man auf drei verschiedenen Stufen festlegen. Kann man auch komplett ausschalten, ja. Es kam öfters die Frage auch noch nach Fahrzeugen, ob es wieder diesen Simulationsmodus gibt wie in Mafia 2. Es gibt auch einen Simulationsmodus, ja. Ah, ja. Na dann. Cool. Ja, ich glaube, wir sind saturiert. Das war sehr interessant. Danke, dass du hier warst. Vielen Dank. Wir machen jetzt noch eine kurze Pause und dann kommt unser Debriefing, unser Feierabend. Würde mich freuen, wenn ihr dazu auch noch einschaltet. Bis gleich.